Und willkommen zurück zum nächsten Episodenformat. Hätte ich beinahe gesagt, nächste Episode wollte ich eigentlich sagen. X4 Foundations. Wir haben in der letzten Folge einen Datentresor gefunden, der neben einem neuen interessanten Eintrag über die Teladi und einer neuen Quest von Bosotar, die jetzt übrigens, oder der, ich weiß immer noch nicht, ob männlich oder weiblich, klingt zumindest eher weiblich, deswegen werde ich mal die sagen, die jetzt auch befreit werden möchte von dem Split. Und Split ist eigentlich ein gutes Stichwort, denn wir haben ja hier eine Instandhaltungsmission, wir sollen einen Manager beschaffen. In meiner weisen Voraussicht und bei der Abgabe der einen Quest vorhin, habe ich einen Split getroffen, der schon 2 Punkte in Management hat. Hat zwar 83.000 Credits und ein paar Zerquetschte gekostet, aber wie gesagt, ich habe die Kohle jetzt dafür. Und deswegen werde ich jetzt hier Crew, da ist er, ich habe ihn für die Service eingeteilt, dass er überhaupt auf mein Schiff geht. Und sage jetzt aber, er soll woanders für mich arbeiten. Und dann sage ich jetzt halt die unbekannte Station, und zwar als Manager zuweisen. So, jetzt haben wir die Mission abgeschlossen. Und dieser nette Herr, oder ein Split ist es ja, wird sich dann um die Belange dieser Station kümmern. Noch gibt es da nicht so viel zu tun. Ich hoffe nur, Bosotar, die will ja auch auf die Station hier, ist dann, hat dann kein Problem damit, dass da jetzt ein Split gleich diesen Posten hier ein. Da ist er auch schon. Split grüßen! Ich grüße zurück. Chutkönk. Oder wie auch immer du richtig heißt. Mal gucken, wo den Stuhl jetzt links wieder richtig hinstellt. Vor einmal drehen. Jawohl. So, mein kleiner Freund. Du bist jetzt der Manager. Wie gesagt, hast schon 2 Sterne im Management. Das heißt, das ist gar nicht mal so verkehrt. Und ich, wie gesagt, der managt diese Station. Momentan hat er erstmal noch nicht so viel zu tun. Okay, wir gehen wieder zu unserem Elite-Angreifer zurück, beziehungsweise... Ich werde jetzt Folgendes machen. Mal gucken, ob das so funktioniert. Ja, also erstmal werde ich diese Station umbenennen, nämlich in Hauptquartier. So, dann ist es einfacher für mich. Und da werde ich jetzt wieder einen weiteren Bau planen, denn bisher war es ja so, dass ich die Credits nur aktiv über Missionen und so weiter gemacht habe. Das soll sich jetzt erstmal ändern. Wir möchten Sie hiermit auf die günstigen Preise unseres hochmodernen holographischen Kinos hinweisen. Tickets können vor dem Eingang gekauft werden. So, ich mache jetzt unser Dockmodul, mache jetzt eine Energiezellenproduktion dran. So, und da muss ich, glaube ich, dann auch noch Containerlager dran basteln. Machen wir mal auf der anderen Seite auch. Was natürlich da jetzt hinein. Was da natürlich so ein bisschen hineinspielt ist, deswegen kostet das jetzt alles natürlich auch noch so ein wenig. Das läuft jetzt genauso wie mit dem Dockmodul halt. Ne? Also ich habe jetzt hier 2 Containerlager. Die brauche ich, um die Energiezellen lagern zu können. So, dann ein Konstruktionsschiff. Ja, da geht schon wieder los. Da geht schon wieder los. Da muss ich dann aktiv wieder unterwegs sein. Da, ups, hoffentlich hat er jetzt die Daten übernommen. Nee, hat er natürlich nicht. Ah. Doof. Ruheänderung übernehmen, ja. Will ich doch noch mal schauen.
Information. Wir möchten unsere Besucher daran erinnern, auch die besonderen Verkaufsräume nahe dem Casino aufzusuchen. Ah ja, hier sieht man schon. Nein, das kostet jetzt schon 880.000 Credits. Da komme ich tatsächlich mit dem Geld noch nicht so hin. Aber das macht nichts. Ich kann das ja trotzdem schon mal vorbereiten. Die Frage ist, brauche ich jetzt, weil gefüllte Kapazität gibt es jetzt ein... Ja, gut. Okay. Ich glaube, ich baue jetzt erstmal nur ein Lagermodul und dann schauen wir mal, wie viel dabei rumkommt. Zack, angeflanscht. Moduländerung übernehmen. So, dann haben wir das schon. Geldmittel verwalten. Also, momentan wird erwartet für die Konstruktion ungefähr 880.000 Credits. Die werden wir natürlich so werden wir so noch nicht natürlich voll ausschöpfen können. So, also insgesamt brauchen wir sogar 1 Million jetzt. Die können wir natürlich noch nicht zusagen. So. Das heißt, wir machen jetzt aber schon mal, das hatten wir 580, dann machen wir jetzt einfach mal. Eine aktuelle Information des Logistikbüros. Aufgrund umfangreicher Wartungsarbeiten im Verladesystem kann es zu Verzögerungen bei der Abfertigung kommen. So, dann versuchen wir jetzt erstmal den Preis zu drücken. Jetzt haben wir erstmal keine Eile. Wir können den Preis notfalls immer noch hochtreiben. Na, hier geht es jetzt wieder darum, dass jetzt eingekauft wird. Ich bin mir auch nicht sicher, inwieweit der Manager jetzt damit noch positiv Einfluss nehmen kann. Dass vielleicht doch Angebote angeholt werden und Sachen gekauft werden. So. So, hier sehen wir schon, im Gegensatz zu dem einfachen Dockbereich kostet das jetzt schon mal einiges mehr. 623 Energiezellen, 1140 Hüllenteile und 312 Nanotronik, deswegen ist das auch so teuer. Ich stelle jetzt erstmal 200.000 knapp zur Verfügung, dass schon mal etwas eingekauft werden kann. Habe ich das jetzt bestätigt gehabt? Ich will lieber nochmal gucken. Ja. Jo, alles klar. Das haben wir soweit. Das heißt, was ich jetzt vorhabe, ist in die Produktion schon mal leicht zu gehen. Und ich hatte es ja schon mal gesagt, da sind ja Energiezellen ja relativ fundamental, weil die braucht jeder im Universum. Wirklich absolut jeder, um was bauen, zu produzieren oder wie auch immer. Das heißt, hier werde ich auf jeden Fall nebenbei Geld verdienen können. Achtung, wichtige Durchsage. Wegen einer Bombendrohung muss die Touristensektion der Station sofort geräumt werden. Bitte befolgen Sie die Anweisungen des Personals und halten Sie sich von den Touristensektionen fern, um die Evakuierung nicht zu behindern. Okay, ich habe anscheinend schon Terroristen, wollte ich sagen, Touristen auf der Station. Naja, auf jeden Fall wird das jetzt direkt hier angebaut mit einem Lager. Und ich hoffe dann, dass sich die Investition in meinen 2-Sterne-Manager sich da schon ein wenig rentiert. So. Währenddessen lasse ich mich jetzt von meinem kleinen Teladi-Piloten, also im Endeffekt habe ich ja jetzt ja mittlerweile 2 Angestellte, nämlich den Manager-Split und den Piloten-Teladi, lasse ich mich jetzt zum Raumdock hier fliegen. Das Schiff wird bald abdocken. Na, jetzt fühle ich mich schon so wie so ein kleiner Chef und lass mich jetzt kutschieren. Wie gesagt, ich mache es jetzt in erster Linie, um ihn ein bisschen zu trainieren. So, 380.000 Credits.
Ich meine, 270 oder sowas brauchte ich jetzt für mein kleines Bergbauprojekt. Von dem ich noch gar nicht so weiß, ob das dann jetzt so funktioniert, wie es sein soll. Aber das werden wir dann sehen. Übrigens muss man dann, wenn wir dann hier wieder landen, auf das kleine Detail achten, dass dann, wenn man jetzt hier eine... Oder wenn andere Schiffe dann da auf meiner Station eine Landeerlaubnis haben wollen, dass dann tatsächlich auch der Split antwortet. Ja, das finde ich also ganz spannend. Jo, und jetzt geht es halt wieder das gleiche los wie vorhin und da kommt schon erstmal Nanotronik. Das ist schon irgendwo gegengeflogen, ja natürlich. So, was ich sagen wollte, hier kommen schon mal, die Hop liefern schon mal 70 Nanotronik. Zu dem Preis. Und deswegen habe ich da jetzt schon mal angefangen, ein bisschen Geld bereitzustellen, dass schon mal ein bisschen was gekauft wird. Und so ist der Plan. Würde ich jetzt tatsächlich versuchen, mit Bergbau jetzt im Anschluss schnellstmöglich noch weitere Kohle reinzubekommen. Das ist halt nur jetzt die Frage, ob das mit dem kleinen Kurier wirklich so einfach wird. Das könnte also hier sind echt viele Kark unterwegs. Also das war in meinem Probespiel überhaupt nicht. Also wie gesagt, da habe ich da einmal einen Kark vom Königenwächter gesehen. Der hat mich aber längst weggeballert und danach habe ich nie wieder einen Kark gesehen. Aber ja, ich muss dazu sagen, dieses Probespiel habe ich dann auch mit der Version 2.6 angefangen zu spielen. Bin dann damit rüber in die Beta, 3.0 und so weiter. Also das Spiel bezieht sich ja dann auf die Sachen, die dann so dann da sind. Und wenn halt in 2.6 die Kark vielleicht da noch nicht so aktiv waren und das im späteren Spielverlauf jetzt geändert worden ist. Und da das ja ein frisches Spiel ist, kann es natürlich sein, dass ich deswegen mehr Besuch jetzt von denen habe. Naja, machen wir das erstmal mit dem Bergbau. Schadsoftware unbekannter Herkunft, okay. Und dann mal gucken, ob sich das wirklich rentiert, weil ich muss mal schon mal gucken. Also hier wäre zum Beispiel direkt eine Siliziumraffinerie, die sicherlich zwar auch von anderen beliefert werden, aber der Vorteil beim Bergbau ist ja, dass ich keinen Wareneinkauf machen muss. Also ich muss halt nichts günstig einkaufen und sehen, dass ich es teuer verkaufe, sondern das Einzige, was mir passieren kann, ist, dass ich für die Arbeit, die ich gemacht habe, sprich Siliziumabbau oder so, weniger entlohnt werde. Oder halt mehr, je nachdem, wie halt das Angebot und die Nachfrage da ist, ne? Was es in jedem Fall bringt, ist es, dass man bei der Fraktion auf jeden Fall dann ein bisschen im Ansehen steigert. Ne? Also auch Handel steigert das Ansehen. Ja, seht mal hier. Die Handelsstation ist fast wieder aufgebaut. Ja, man sieht sie nicht mehr, okay. Ist fast wieder aufgebaut, aber dem Heiligen Orden des Pontifex mit seiner Riesenflotte interessiert das jetzt nicht. Wahrscheinlich. Also sie greifen sie auch noch ab und zu an. Also hier würde ich sagen, hier versagt die KI so ein bisschen. Oder aber sie ärgern die so ein wenig. So in dem Moment, wo jetzt wieder aufgebaut wird, schießen sie danach wieder kaputt. Aber hat ja natürlich auch den Vorteil... Oh, hier haben sich aber auch einige große Pötte verhakt. Ja, im Endeffekt würde das ja dann bedeuten, dass aber diese Flotte nicht woanders ist und nicht eventuell bei den Argonen oder bei der Republik Antigone auftaucht. Man muss ja in jedem so ein bisschen auch das Positive sehen. Anspruch des Pontifex. Erreiche System, gesegnete Vision. So, ich hoffe mal, dass das dann gleich auch alles so klappt, wie ich mir das vorstelle.
Erreiche System. Reiner Blick. So, ich soll nach Schwarze Sonne 4 fliegen. Ein schnelles Kampfschiff. Na gut, das ist jetzt die Befreiung von Bosotar. Das stelle ich aber jetzt erstmal hinten an. Erreiche System. Weiter Kontakt. Ja. Ja, Klonen wollen jetzt auch wieder eine Verteidigungsstation bauen. Argon Prime. Im Endeffekt ist gut eigentlich, wenn viel zerstört und wieder aufgebaut wird, weil das heißt, man braucht auch Ressourcen. Aber gut, eins nach dem anderen. So, da ist das Raumdock. So, theoretisch hätte ich das auch selber schon mal im Auftrag geben können. So, Schiffe kaufen. Größe S. Und zwar, was hatten wir? Ein Callisto oder ein Kurier? Bitte Erlaubnis zum Andocken. Andockerlaubnis erteilt. Hatte ich denn nicht eine Konfiguration gespeichert? Ah, da. Wollte doch gerade sagen, Bergbau klein, zack. So, da waren wir 224.000. Das können wir auch uns auf jeden Fall... Genau, hier kommt schon die Warnung. Nicht genügend Ressourcen auf der Station. Die Bestellung könnte länger dauern. Aktuell bearbeitetes Schiff wurde noch nicht zur Einkaufsliste hinzugefügt. Und was fehlt, sind 63 Hüllenteile. Das macht aber nichts. Wir geben das trotzdem schon mal in Auftrag. Theoretisch bräuchte ich hier jetzt eigentlich gar nicht andocken. Eigentlich wollte ich das ja nur machen, damit ich dann umsteigen kann. Aber wie wir sehen, dauert das eh. Also es müssen erstmal 63 Hüllenteile angeschafft werden irgendwoher. Da muss ich mich aber nicht drum kümmern. Oh, ja, was machst du denn? Das sind übrigens die unschönen Glitches und so weiter, die ich meine. Warum dockst du nicht? Fliegst du wieder dagegen, ne? Nee, das glitscht da durch, ja. Das meinte ich halt, das sind so unschöne Sachen. Ist schade. Macht halt Immersion total kaputt, aber das hatte ich ja schon angekündigt, dass das halt etwas passieren kann. So, habe ich Glück und wird schon gebaut? Nee, alles klar. So, dann lass mich mal dahin. Hallo. Denn dann machen wir natürlich jetzt doch die Flucht von Bogota. Aktiv setzen. Andockerlaubnis erteilt. Nee, ich will nicht andocken. Freie Credits und freie Credits. Ziviles Schiff. A. So. Autopilot eingeschaltet. Also richtig schnell sind wir ja zwar trotzdem nicht mit dem Kahn hier, aber vielleicht reicht's ja. Andocken abgebrochen. Jo. Natürlich. Gut, dann werden wir der guten Bosotar jetzt bei ihrer Flucht von den Split helfen. Erreiche System. Weiter Kontakt. Danke für die Hilfe. Ja, kein Problem. Wobei 500 Credits jetzt natürlich nicht mehr ganz so die Mega-Welt ist, ne, natürlich. So, ich könnte theoretisch noch weitere 100 Nee, stopp, was habe ich da? Ja, also 157, okay. Können wir jetzt noch für Finanzmittel zur Verfügung stellen.
Und das Schiff jetzt doch noch ein bisschen günstiger als gedacht. Ich hätte es aber reparieren lassen können wieder. Das vergesse ich jedes Mal. Naja gut, egal. Da kriegen wir schon alles gebacken, früher oder später. So. Gut. Also, die Waren werden rangeschafft und diesmal mache ich das anders. Diesmal werde ich erst ein Konstruktionsschiff beauftragen, wenn die Ressourcen alle da sind. Erreiche System. Schwarze Sonne. Ich muss gestehen, dass ich etwas nervös bin. Ich hoffe, alles verläuft nach Plan. Das werden wir sehen. Das werden wir sehen. Die Splits sind ja übrigens erst mit dem DLC, also Split Vendetta, dazu gekommen. Das heißt, als X4 rausgekommen ist, gab es diese Mission ja hier auch schon. Und ja, da waren die Split aber noch nicht als Rasse sichtbar. Also da wäre es, so wie ich das jetzt gemacht habe, ein Split als Manager einzusetzen, wäre nicht möglich gewesen. Nächste DLC ist übrigens auch schon angekündigt. Da kommen dann, so wie es aussieht, die Terraner. Da bin ich dann halt auch mal gespannt. Ja, und eigentlich fehlen danach nur noch die Boronen. Dem Ziel. Gucken, ob auch automatisch langsamer wird. Autopilot. Aus. Ich habe den Plan weiter verfeinert. Schauen Sie mal. Was für ein Plan? Wieso kriege ich jetzt eine Tutorial-Mission? Das habe ich doch überhaupt gar nicht. Öffne Missionsdetails. Wie Sie sehen, will ich mit einem gecharterten Frachtschiff von der Station entkommen. Tatsächlich sind mehrere Schiffe involviert, um eventuelle Verfolger in die Irre zu führen. Ich möchte, dass Sie das Schiff verteidigen, sollten unvorhergesehene Schwierigkeiten auftreten. Es wird hier ein Schiff zur Station. Okay. Ah, da ist es. Merkur, Verteidiger. Reiseantrieb funktioniert mit der Geschwindigkeit anpassen. Ja, sehr schön. Ein bisschen näher kann ich noch ran. Upp. Okay. Der landet erst hier, oder? Nee. Oder doch? Ja doch, klar, der will hier landen, ja, na gut. Ah, wird hier Bosota vielleicht eingeladen? Soll ich jetzt auch andocken? Nee, das glaube ich nicht, dass ich hier andocken soll, oder? Ziviles Schiff A. Machen Sie es bitte nicht. Ihr Handeln ist inakzeptabel. Warte auf Status Schiff, sag ich doch. Bitte warten Sie darauf, bis das Schiff seine Geschäfte erledigt hat. Es wird in Kürze starten. Angehörte Hilfe. Inspektionsrunde nicht verstanden. Grund war noch eine verschiedene Datenlecks reparieren. Nehmen wir auf jeden ich Fall wusste, mit. Dass ich auf Sie zählen kann. Mission unterbrochen. Neue Mission aktiviert. Vorteilsucher, Vorteilscan, nehmen wir auch mit. Ich wusste, dass ich auf Sie zählen kann. So.
Wir machen trotzdem erstmal die Mission weiter hier. Merkur, Verteidiger. Ist das das Schiff? Ja. Bitte verteidigen Sie das Schiff gegen eventuelle Gefahren. Es ist zwar nur ein Ablenkungsmanöver, aber ich wäre sehr betrübt und traurig, wenn der Crew etwas zustieße. Ein Ablenkungsmanöver. Also ist Bosota nicht hier drauf. Es soll aber so aussehen, als ob sie da drauf ist. Okay. Gut, also wenn wir jetzt mit unserem Kampfschiff jetzt nicht hier so einem Merkur-Transporter mithalten könnten, dann wäre das eh schon ein bisschen merkwürdig. Ich habe jetzt extra die Funktion Geschwindigkeit anpassen genommen. Das ist jetzt am einfachsten. Das heißt, ich fliege immer genauso schnell wie er. Dann ist das weniger futtelig. Das ist übrigens der Merkur-Transporter. Finde ich persönlich sehr hübsch. Und da hinten kann man ganz klein uns noch wieder sehen. So. Ich bin auf meinem Transportschiff und auf dem Weg zu der Installation. Wo ist der Bohone? Split prüfen werden Sicherheitsloks. Oh, das hat ja nicht lang gedauert. Man hat mein Verschwinden scheinbar bemerkt. Mein Schiff sollte sich bereits in sicherer Distanz befinden. Für die anderen Schiffe sieht es weniger gut aus. Halten Sie sich bitte bereit. Split befehlen unseren Schiffen, Ziele abzufangen. Du sie begleiten, während ich weiter untersuche. Ja, Bruder! Eskortiere Schiff aus dem Sektor. Ja, das kann aber noch dauern, da der Sprungtor ist noch ziemlich weit weg. Und er benutzt jetzt hier keinen Reiseantrieb. Ich habe erfolgreich angedockt und beginne gleich mit der Arbeit. Beeindruckend. Die Struktur ist in direkter Nähe sehr viel gewaltiger und erstaunlicher, als ich gedacht habe. Jo, damit ist Bosota anscheinend schon auf unserer Station angelangt. Was eigentlich jetzt dieses Ablenkungsmanöver jetzt eigentlich obsolet macht. Aber solange die Mission noch nicht abgeschlossen ist, eskortiere ich das Schiff jetzt einfach mal weiter. Die Frage ist, muss ich jetzt wirklich warten, bis wir durch das Tor durchsehen? Weil das könnte jetzt tatsächlich noch dauern. Ich hätte ja schon gedacht, dass er irgendwann mal den Reiseantrieb anschmeißt. Ja, schaut mal, wie weit wir noch weg sind. Ja, na gut. Was macht denn unser Bau? Ah, unser Kurier ist fertig. Wurden die 63 Hüllenteile also angeliefert? Sehr schön. Gut, jetzt machen wir natürlich trotzdem erstmal das eine fertig. Okay, so, dann geht's. Es ist immer, meistens passiert das häufiger, dass man halt das... Nein, darauf können Sie lange warten. Dann du halt sterben! Ah, okay. Discoverer, Angreifer. Sehen wir doch. Da ist ein Split. Discoverer. Etwas hat uns getroffen. Davon kann ich mehr aushalten. Hoffentlich war das jetzt kein Fehler. Bruder, der Bewohner nicht mehr an Bord des Schiffes. Oh, von den Dingern soll ich mich nicht treffen lassen. Verstanden! Es ist halt schade, dass ich vergessen habe zu reparieren. Hoffentlich wird mir das jetzt nicht zum Nachteil.
War gut, dass ich jetzt schon mal so ein bisschen aufgerüstet hatte. Dafür habe ich mich nicht gemeldet. Loot aufgesammelt, weiter geht's. Wo ist der andere? Wo ist der andere? Da. Merkur, Verteidiger. Ups. Nein. Eclipse, Angreifer. Wobei, der haut ab, oder? Ja. Das ist wieder die Mission, jetzt das Schiff aus dem Sektor zu... Merkur, Verteidiger. Das Schiff aus dem Sektor zu begleiten. Und mittlerweile hat er auch einen Reiseantrieb an, oder? Ist es der? Ist das unser Schiff? Ich glaube ja. Gut, dann war es das wieder für diese Folge. Bis zum nächsten Mal. Seid dabei und dann schauen wir mal, wie es weitergeht. Dann werden wir Bosotar einen Besuch abstatten und ich werde mein Bergbauschiff in Empfang nehmen. Bis dahin, macht's gut. Ciao, ciao. Bye, bye.